Nach dem recht erfolgreichen Video Leere deine Schale kommt noch ein kleiner Nachtrag dazu. Was machen wir, wenn die Schale leer ist? Ist die Schale leer, entsteht für viele Menschen ein ja, leeres Gefühl, so als ob etwas fehlt, nicht mehr da ist. Was im Grunde bei vielen Dingen ja gut ist, wenn man weniger Gedanken, weniger Sorgen hat. Trotz allem ist diese Leere für viele Menschen unangenehm. So ein Beispiel, was vielleicht einige kennen, ist, wenn man sich mit jemandem unterhält und urplötzlich fallen einem keine Worte mehr ein oder man hat irgendwie kein Thema, was man ansprechen kann. Und dann entsteht so eine, ja, wie Leere. Eine unangenehme Leere, dass man gar nichts mehr spricht und nur noch da sitzt. Und dann merkt man beim Gegenüber, dass so eine unangenehme Stille plötzlich da ist und der Gegenüber versucht, irgendetwas an Worten und Themen herbeizuzerren, weil er Angst hat eben, dass man nichts sagt. Das ist so wie eine, ja, es fehlt etwas. Im Grunde fehlt ja nichts, es ist einfach nur eine Stille, die man genießen könnte. Und so könnte man auch diese leere Schale genießen, wenn man nichts denkt über einen Menschen, über eine Situation. Aber das ist für viele unangenehm. Man hat so irgendwie nicht gelernt, wie man damit umgeht. Dass man Dinge zum Beispiel so sein lässt, wie sie sind, nicht immer diskutiert. Wenn jemand zum Beispiel eine Meinung vertritt, sagt, das Tuch hinter mir ist gut, schön, und ich würde dann sagen, nee, das Tuch gefällt mir gar nicht. Ja, man müsste es vielleicht umdrehen, weil sonst würde mich fragen, warum habe ich es dann aufgehängt? Ja, so verschiedene Meinungen. Und wenn ich sage, mir gefällt dieses Tuch zum Beispiel nicht, und der andere lässt es dann vielleicht gar nicht so stehen und sagt, doch, das Tuch ist doch schön, was hast du denn? Die Farben sind doch schön und das Motiv ist schön, und ich sage aber, nee, irgendwie gefällt mir das nicht. Und dann entsteht so eine Diskussion, die niemand braucht. Das kostet ja auch wieder Gedanken und Energie, statt dass man einfach Dinge da stehen lässt, sagt, das Tuch findest du nicht gut, okay, und man würde vielleicht gar nichts sagen. Und so gibt es viele Themen, wo Menschen immer diskutieren und drüber reden möchten, und vielleicht auch so in anderen Dingen die Meinung des anderen sowie umbiegen wollen. Und das braucht niemand. Auch der, wenn ich sage, mir gefällt dieses Tuch nicht, muss ich mich nicht dafür rechtfertigen, warum mir das Tuch nicht gefällt. Vielleicht weiß ich es auch gar nicht mit dem Denken, warum mir das nicht gefällt. Vielleicht spüre ich einfach nur irgendwie, es gefällt mir nicht. Und dann kann man es gut sein lassen. Ja, übrigens, das Tuch gefällt mir sehr gut. Deswegen habe ich es aufgehängt. Ja, und so hat man oft eben das Problem, wenn Gedanken, Meinungen nicht mehr da sind. Vielleicht wird man auch gefragt, hast du denn gar keine Meinung dazu? Und so entsteht gerne Diskussionsbedarf durch dieses Wissen, diese Meinungen, Sichtweisen über gewisse Dinge. Und im psychologischen Sinne braucht man das nicht immer. Statt dass man diese Stille genießt im Hier und Jetzt und offen bleibt für das, was man gerade im Augenblick hat und sieht, kommen immer wieder Gedanken in diese Schale rein und dann wird das Tuch jetzt, wo wir bei dem Beispiel waren, wieder mit Meinungen versehen. Stattdessen könnte man einfach da sitzen, das Tuch betrachten, anschauen, wirken lassen und ohne Meinungen. Bei Menschen ist es ja auch so, man hat Meinungen, heutzutage sogenannte Schubladen.
das Wissen, ja, ich kenne den und den, oder wenn der diese Frisur hat, lange Haare, Bart, tätowiert ist, dann hat er diese Eigenschaften. Wenn der einen Anzug anhat, einen Schlips trägt, dann wird er so einer sein. Und so hat man jede Menge Schubladen in Form von Staatszugehörigkeit, was man alles über einen Menschen weiß, weil er da und da wohnt, über die Arbeit und das Aussehen haben wir schon angesprochen, über die Religion, der hat den Glauben, das kann ja nicht gut sein, oder die und die mit diesem Glauben machen alles so und so. Und man denkt, man weiß immer so viel über Menschen, über die Natur, aber das ist alles im Kopfdenken. Und das ist niemals die Realität. Das geht ganz weit weg, weil man eben so viel Wissen, Meinungen hat und alles oft aufgrund dieser Meinungen, Sichtweisen, dieses intellektuellen Wissens beurteilt, beschreibt. Und das ist, wie gesagt, fernab von der Realität. Was auch immer Realität ist, könnte man auch wieder drüber diskutieren. Wenn ich einen Baum anschaue, betrachte ich ihn, umfasse ihn, lasse ihn wirken, ohne gleich zu beurteilen, ah, der ist groß, ah, der ist klein, ah, der hat krumme Äste, ah, der ist gerade. Und dann ist man wieder in einem Gedankenmodell und spürt gar nicht den Baum, nimmt gar nicht den Baum wahr. Auch wieder so wie im ersten Video, wie die Kinder, die nehmen den Baum. Der Baum ist da, die fühlen die Energie, die reißen die Rinde ab, die brechen die Äste ab und machen einfach etwas mit dem Baum. Interessiert nicht, ist der Baum groß, klein, sondern der Baum ist der Baum und der ist im Hier und Jetzt, der steht gerade da, auf den kann ich raufklettern. Da kann ich gucken, wie biegsam die Äste sind und es wird gar nicht beurteilt, sondern man ist im Hier und Jetzt. Und je voller das Gedankenmodell ist, die Gedankenschale, desto weniger spürt man und fühlt das Hier und Jetzt. Und diese Schale, dieses Wissen, was in dieser Schale ist, ist vielleicht so vergleichbar mit einer Schallplatte, wo diese Meinungen, dieses Wissen, wie die Rillen in der Schallplatte eingefräst sind. Und dann hat man immer das gleiche Lied, wenn man es abspielt. Es kommt immer das gleiche Lied raus. Und im Gehirn, im Nervensystem, im Gedankenkonstrukt ist es auch so. Wie eine Schallplatte sind Meinungen, Sichtweisen so eingefräst, dass man die gar nicht so leicht herausbekommt. Man versucht es aber einfach zu machen oder einfach zu gestalten. Schnelle Erleuchtung, schnelle Freiheit, das ist in manchen Dingen sicher möglich, aber in den tiefgreifenden Dingen glaube ich es nicht. Dann sagt man, wenn man den Glaubenssatz hat, ich bin nicht gut genug, dann sagt man sich 5000 Mal, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, singe Mantren, ich bin gut, ich bin gut. Und dann hat man wieder ein anderes Wissen in diese Schale getan. Ich bin gut statt dem Muster, ich bin nicht gut, bin ich jetzt gut. Und es ist auch wieder so ein Gedankenmuster. Warum braucht man überhaupt zum Beispiel den Gedanken, ich bin gut? Weiß nicht. Braucht man ihn oder nicht? Kann man mal drüber nachdenken. Ob ich sage, ich bin gut oder ich bin nicht gut. Wen interessiert es? Wenn man im Hier und Jetzt ist, würde es nicht interessieren, ob man gut ist oder nicht gut. Man würde tun, das, was man kann, sein Bestes geben und nicht beurteilen, war das jetzt gut oder nicht gut, sondern es war so, wie es ist. Und dann ist die Gefahr auch immer da, dass man einfach ein anderes Glaubensmuster da reinsetzt, ein esoterisches, spirituelles, und es ist auch irgendwie nur ein Gedankenkonstrukt. Im Hier und Jetzt ist es gar nicht wichtig.
Im Wissenschaftlichen ist es sicher wichtig, dass man gewisse Dinge beurteilt. Wenn die Brücke so und so gebaut ist oder bröckelt ein Stein ab, dann kann die zusammenbrechen. Ist alles gut. Im Psychologischen, wie gesagt, ist immer die Gefahr, dass man andere Muster da reinbaut. Und das ist auch oft nur aus dem Denken heraus. Der Körper ist so intelligent. Der reagiert selber, wenn man seine Schale leert. Im Psychologischen handelt er so, wie es sinnvoll ist. Im Denken, das immer begrenzt ist, ist auch das Handeln dann begrenzt. Und je mehr man seine Schale leert, desto mehr entsteht eine gewisse Freiheit. Im Alltag, wie gesagt, brauchen wir das Denken und eine Füllung der materiellen Schale, sage ich mal so. Im Psychologischen ist es nicht immer so gut. Und wie Patanjali sagt, Yogas Chitta Vritti Nirodha, das Stillstellen der Gedankenbewegung führt zu der Freiheit, zur Erleuchtung, zu Frieden und Glück. Und je mehr man die Schale füllt, auch mit positiven Dingen, dann ist sie halt mit positiven Sätzen gefüllt, aber diese sind auch wieder meist aufgrund des Denkens entstanden. Und so füllt man ständig mit irgendetwas, statt mal die Gedanken freizulassen. Eben, wenn ein Gedanke kommt, ist der halt da. Und wenn er nicht kommt, ist er nicht da. Der Körper ist so intelligent, der handelt und tut genau das Richtige, wenn man ihn lässt. Auch das Leben, das Schicksal, wenn man es so nennen mag, bringt genau das, was man braucht. Und man muss da nicht Wissen anhäufen, was passiert. Wir wissen es eh nicht. Ja, so leeren wir weiter unsere Schale und betrachten einmal dieses Wissen, das man immerzu hat und das immerzu heraufkommt, wenn irgendetwas geschieht, wir in eine Situation kommen, merkt man, wie bestimmte Muster kommen. Und diese Muster einmal loslassen und gucken, was passiert, wäre eine Möglichkeit. Die Schale nicht anderweitig wieder zu füllen. Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.